Wer seit bald 20 Jahren der Deutschmeister von der Gourmesse ist, ist der Stefan Schramm. Herr Schramm, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Was ist Ihnen innerhalb dieser 20 Jahre nie ausgegangen? Auf alle Fälle die Aussteller, die vielen, vielen Aussteller, die vielen Jahre, die uns da treu zur Seite standen und natürlich die Ideen immer gebracht haben und schlussendlich die Messe bereichern. Aussteller, A und O. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Was machen Sie richtig? Ja, was machen wir richtig, was machen wir falsch? Wir machen wenig falsch wahrscheinlich. Richtig machen wir das, dass man wahrscheinlich doch die Nase am Wind hat, die Nase im Markt ist, die Ohren gespitzt hat und auf den Markt hört, auf Aussteller hört, auf Produzenten hört, auf Händler hört und das entsprechend dann umsetzt hier an der Gourmesse. Was sagt Ihnen der Markt in diesem Jahr? Der Markt sagt uns jedes Jahr das Neue. Also jedes Jahr sagt er uns eigentlich fast das Gleiche. Es gibt die vielen, vielen kleinen Produzenten und es gehen immer mehr. Und die kleinen Produzenten, die werden immer kleiner. Das heißt, das sind Manufakturen, Kleinstbetriebe, die sich gegen den Großen, ich sage das jetzt etwas Großen, durchsetzen und behaupten können, indem dass sie ihre Nischen finden. Und wie finden Sie diese Aussteller? Ja, das ist natürlich alles, ich sag dem Maulwurfarbeit. Wir haben ein tolles Team, die sich dann permanent im Markt bewegen, an Anlässen sind, an gewissen Degustationen teilnehmen und natürlich die Zeitung gut lesen und wissen, wo man solche Leute, Aussteller, Produzenten findet. Worauf legen Sie persönlich Wert? Sie sind, wie gesagt, seit gut 20 Jahren mit dabei. Mir ist es ganz wichtig, die Ehrlichkeit, die Integer, dass man ganz integer ist und wenn mir was sagt, zum Aussteller sagt, das ist so, dann ist es so. Also er darf sich darauf verlassen, dass er das vorfindet, was er erzählt bekommt im Verkaufsgespräch. Abschließend noch eine ketzerische Frage. Warum braucht es die Gourmesse eigentlich? Weil jeder Großteiler, jeder Migros, jeder Coop hat eine Delikatessenabteilung. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eigentlich bräuchte es dieses Jahr gar nicht, wenn man das vom Großverteiler her sieht. Es braucht es aber doch. Die kleinen Produzenten, die haben nirgendwo eine Plattform, wo sie sich austauschen können, wo sie ihre Produkte präsentieren können. Und das ist die Gourmesse. Die bietet den kleinen Produzenten die Plattform und dann noch in dem Ort Zürich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil hier passiert so viel. Hier ist er aufgehoben. Wohin geht die Reise? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir wissen, dass die Gourmesse das Location-Problem hat. Auch wir müssen mit dem Umbau des Kongresshauses leben müssen. Das heißt, ab 2017 wird das Kongresshaus zu 99% umgebaut. Wir suchen nach Alternativen. Schwer wird es in der Stadt Zürich Platz zu finden. Wir sind sehr links oder die Stadt ist sehr links regiert. Das macht es recht kompliziert. Wir werden uns wahrscheinlich am Stadtrand in Agglomerationen wiederfinden.